10 verrückte Strandmomente, die du nicht glauben würdest. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Wenn du an Strände denkst, kommt dir sofort das Bild von Sonne und Sand in den Sinn. Aber wie sich herausstellt, kann man an Stränden auch über alle möglichen bizarren Dinge stolpern. Und heute werden wir über einige davon sprechen. Bist du neu in diesem Kanal? Dann abonniere ihn und drücke die Benachrichtigungsglocke. Und bevor wir anfangen, like doch bitte das Video. Nummer 10. Kanonenkugeln aus dem Bürgerkrieg. Zwei Kanonenkugeln aus der Zeit des Bürgerkriegs wurden von einem schatzsuchenden Paar am Folly Beach in der Nähe von Charleston in South Carolina in einem Gestrüpphaufen gefunden. Zunächst wurden sie für Felsen gehalten, doch schon bald wurde ihre wahre historische Bedeutung erkannt. Der Fund umfasste eine 20 cm lange Kanonenkugel und eine kleinere 7 cm lange Granate. Das Paar alarmierte sofort die Behörden, die das Gebiet absperrten, bis Experten des Charleston County Sheriff Office und der US Air Force die Sicherheit der Kanonenkugeln bestätigten. Nummer 9. Heiratsantrag wurde zum Reinfall. Matthew Hartman war kurz davor, seiner Freundin Liz die große Frage zu stellen. Es war ein wunderschöner Moment am Laguna Beach, als er mit einem Ring in der Hand auf die Knie ging, nachdem er ihr ein Ständchen mit einem von ihm geschriebenen Lied gebracht hatte. Als das Paar auf einem Felsen stand, brach plötzlich eine riesige Welle aus dem Meer über sie herein und überraschte sie. Trotz der unerwarteten Wendung der Ereignisse war Liz begeistert und nahm Matthews Antrag gerne an. Zum Glück hat jemand den ganzen Vorfall auf Video festgehalten. Nachdem sich die Welle beruhigt hatte, vergewisserte sich Matthew, dass der Verlobungsring sicher an seiner Hand war und half dann seiner Verlobten aus dem schäumenden Chaos. Nummer 8. Bali-Surfer. Das folgende Video wurde im Dezember 2021 an den Stränden von Batu Bolong und Canggu aufgenommen und zeigt zwei Mädchen beim Surfen. Die erste sieht man, wie sie ihre Haare neben dem Surfbrett zurechtrückt, während sie sich darauf vorbereitet, ins Wasser zu gehen. Sobald sie im Wasser ist, kämpft sie wie eine professionelle Surferin mit den Wellen und hält die ganze Zeit das Gleichgewicht. Das andere Mädchen versucht das auch und es gelingt ihr eine Weile. Aber am Ende kann sie das Gleichgewicht nicht halten und fällt einfach ins Wasser. Im Gegensatz zu vielen anderen Surfdestinationen kann man auf Bali das ganze Jahr über surfen. Die besten Wellen findet man jedoch in der Trockenzeit von April bis Oktober, wenn der Swell beständig ist. Bali ist auch bekannt für die Austragung verschiedener internationaler Surfwettbewerbe, die Profisurfer aus der ganzen Welt anziehen. Nummer 7. Bizarre Kreatur in Thailand angespült. Ein britischer Tourist fand auf der thailändischen Insel Koh Lanta ein 12 cm langes, gummiartiges Wesen mit einer kleinen Schnauze, das im Sand herumzappelte. Der Mann versuchte, das rosafarbene Wesen ins Wasser zurückzubringen, aber es versuchte immer wieder ans Ufer zurückzukommen. Die Kreatur hielt sich aus dem Wasser, um Luft zu atmen. Die Bewohner der Insel haben berichtet, dass immer mehr dieser Mutanten angespült werden, aber niemand konnte sie bisher eindeutig identifizieren. Einige Spekulationen besagen, dass es sich bei der Kreatur um einen Blutegel, eine Meeresschnecke, eine Bettwanze oder sogar um eine mutierte außerirdische Lebensform aus der Tiefe handelt. Nummer 6. Ein Krokodil nimmt ein Sonnenbad. Stell dir vor, du genießt deine Zeit am Strand, wenn plötzlich ein riesiges, 3 Meter langes Krokodil in deinem Blickfeld auftaucht. Diese unglaubliche Szene ereignete sich am Palanca Beach auf Cozumel, einer beliebten mexikanischen Insel in der Nähe von Playa del Carmen. Ein Video des Vorfalls ging auf Twitter viral und versetzte die Menschen in Erstaunen. In dem Clip ist einer der Touristen zu hören, der alle auffordert, sich in Sicherheit zu bringen, während das Krokodil auf das Wasser zusteuert. Sogar das Personal des Strandclubs, einschließlich des Kochs, stand da und war von dem Anblick gefesselt. Es stellte sich heraus, dass Salzwasserkrokodile in den Lagunen und Mangroven an den äußersten Enden der Insel vorkommen. Der Strand ist nicht weit vom Punta Sur Eco Beach Park entfernt, wo diese Reptilien ihren natürlichen Lebensraum haben. Glücklicherweise schien dieses Krokodil nur daran interessiert zu sein, ein erfrischendes Bad zu nehmen. Erstaunlicherweise schienen sich die Touristen nicht allzu sehr an diesem ungebetenen Gast zu stören. Stattdessen versammelten sie sich am Ufer, um diesen unvergesslichen Moment für ihre sozialen Medien festzuhalten. Nummer 5. Sanddollar.
Im August 2021 wurden am Seaside Beach an der Küste von Nord-Oregon Tausende von lebenden Sanddollars angespült. Die Mitarbeiter des Seaside Aquariums erklärten, dass die genaue Ursache zwar ungewiss ist, aber dass bei solchen Vorfällen oft mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Sanddollar, die mit Seeigeln verwandt sind, haben faszinierende Eigenschaften. Ihre Schale ist mit unzähligen winzigen Stacheln bedeckt, die wie Flaum oder Haare aussehen und ihnen helfen, sich zu bewegen und zu fressen. Auf der Unterseite des Sanddollars befindet sich sein Maul, in dem er mit 5 kleinen Zähnen, die an Vogelformen erinnern und oft Tauben genannt werden, Plankton frisst. Diese Lebewesen kommen weltweit vor, wobei die verschiedenen Arten jeweils einzigartige Merkmale aufweisen. Nummer 4. Klecksartige Kreatur. 2020 wurde eine seltsame Meereskreatur an einen texanischen Strand gespült. Die gallertartige Kreatur wurde bei einer Routineuntersuchung von einem Mitarbeiter des Texas Park and Wildlife Department entdeckt. Aufgrund seines mysteriösen Aussehens veröffentlichte die Behörde ein Video, auf dem zu sehen war, wie das Wesen in der Hand eines Mitarbeiters herumzappelte und forderte die Menschen auf, zu raten, was es sein könnte. Einige meinten, es sähe aus wie ein Monster aus dem alten Film Der Blob. Andere hingegen meinten, es sehe aus wie eines der Monster aus Stranger Things. Die Wahrheit war jedoch weit weniger bedrohlich. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Seehasen handelte, eine Art Meeresschnecke, die in diesem Gebiet häufig vorkommt. Julia Hagen, Sprecherin der Abteilung für Park- und Wildtiere, erklärte, dass diese Seehasen zwar seltsam aussehen, aber weder selten noch gefährlich sind. Sie gedeihen in seichtem Wasser mit vielen Algen. Als sie mit der Beobachtung und Aufzeichnung des kleinen Wesens fertig waren, wurde es sicher und unversehrt ins Wasser zurückgebracht. Nummer 3. Metallkugel. Eine große Metallkugel wurde im Februar 2023 an eine japanische Küste gespült und verwirrte sogar die Behörden. Später wurde festgestellt, dass die Kugel hohl war und keine Gefahr darstellte. Viele glauben, dass es sich um eine Art Boje handeln könnte. Der Fund in der Küstenstadt Hamamatsu beflügelte die Fantasie der Einheimischen, die sie als Godzilla-Ei, Anlegeboje oder sogar als etwas aus dem Weltall bezeichneten. Aufnahmen des japanischen Fernsehsenders NHK zeigten 2 Beamte, die das rostige 1,5 Meter breite Objekt am Enshulhama-Strand untersuchten. Obwohl die Behörden Röntgenuntersuchungen durchführten, wurde nicht viel mehr über die Kugel bekannt, außer dass sie harmlos war. Nummer 2. Ruderfisch. Ein 5,4 Meter langer Ruderfisch, der wie eine Kreatur aus einem Fantasy-Märchen aussah, wurde von einem Meereskundelehrer vor der Küste Südkaliforniens entdeckt. Die riesige Meereskreatur hatte silbern schimmernde Schuppen und Augen so groß wie 0,5 Dollar. Um die bemerkenswerte Entdeckung an Land zu bringen, waren mehr als 15 Helferinnen und Helfer nötig. Für die Mitarbeiter des Catalonia Island Marine Institutes, die von der Größe des Ruderfisches begeistert waren, war dieser Fund ein Novum. Diese schwer fassbaren Lebewesen werden aufgrund ihres Lebensraums in der Tiefsee mit Tiefen von mehr als 900 Metern nur selten gesehen und sind daher kaum erforscht. Der Seeteufel ist wahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben. Forscher der Universität von Kalifornien, Santa Barbara, haben Gewebeproben und Videomaterial zur weiteren Analyse erhalten. Der majestätische Ruderfisch, der über 15,5 Meter lang werden kann, gilt als der längste Knochenfisch der Welt. Nummer 1. Hai-Rettung. Im April 2022 ereignete sich in Perth in Australien ein ermutigender Vorfall, als ein kämpfender Hai am Strand gestrandet war. Der Hai, von dem man annimmt, dass es sich um einen gefährdeten Mako-Hai handelt, wurde von den Besuchern des Queen's Rock in Ufernähe schwimmend entdeckt. Ein Video, das auf Reddit gepostet wurde, zeigt die erschütternde Szene, in der der Hai in flachem Wasser zappelt und sein Maul verzweifelt öffnet und schließt. Etwa 7 Männer reagierten auf die Notlage des Hais und trieben ihn mit vereinten Kräften zurück in die Sicherheit des Ozeans. Mako-Haie werden von der International Union for Conservation of Nature als gefährdet eingestuft, was der Rettung zusätzliche Bedeutung verleiht. Die Nutzer der sozialen Medien lobten die heldenhafte Tat der Gruppe und erkannten an, wie wichtig es ist, gefährdete Arten zu schützen.
Ein weiteres Video, das auf Reddit geteilt wurde, gibt Aufschluss über die Geschehnisse. Zunächst wusste niemand, wie man dem gestrandeten Hai angesichts seiner Größe und potenziellen Gefahr helfen sollte. Doch die kollektive Entschlossenheit und das Mitgefühl der Strandbesucher führten zu einer erfolgreichen Rettung und bewiesen, dass kleine Taten der Freundlichkeit einen großen Unterschied beim Schutz unserer Meeresbewohner machen können. Was war dein schönster Strandmoment? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn du das Video magst, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos von uns sehen möchtest, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder schau dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.